Daher, wenn das Stroh, Heu, wenn das nass ist, das unbedingt austauschen und auch darauf achten, dass das Trinkwasser nicht einfällt. The Animals, House of the Rising Sun, kurz vor neun. Und jetzt wird gleich wieder gemeinsam angepackt mit Christian der Höfer und seiner Samstagsgemeinschaft. Ich bin Heike Wispel. Viel Spaß dabei. Und das Wetter in Nordrhein-Westfalen ist immer noch mit ein bisschen Schnee und teilweise Graupelschauern unterwegs. Dazu ist es windig und teilweise rutschig. In Soest und in Gummersbach hatten wir so bei 2 Grad plus, in Ratingen plus 3. Und morgen ähnlich, erst noch ein bisschen Schnee, vor allem in Westfalen, später meistens überall trocken. Um 16.30 Uhr mit Matthias Wurms. Guten Tag. Vertreter der Ampelkoalition haben sich in Berlin mit Land. Schweinchen und andere Tiere, die jetzt draußen irgendwie im Freien, im Gehege leben, ist das überhaupt noch sinnvoll bei so richtig kalten Temperaturen? Also, wenn sie fit und gesund sind und, wie du auch gesagt hast, daran gewöhnt sind, dann ja, klar, auf jeden Fall. Gibt auch da isolierte, gedämmte Hütten. Wichtig ist, dass sie einen frostfreien, trockenen Unterschlupf haben. Daher, wenn das Stroh, Heu, wenn das nass ist, das unbedingt austauschen und auch darauf achten,